Während er nun so dalag, kamen viele Leute, betrachteten ihn von allen Seiten und lasen auf dem Gürtel 7 auf einen Streich. Ach, sprachen sie, was will der große Kriegsheld hier mitten im Frieden? Das muss ein mächtiger Herr sein. Sie gingen und meldeten es dem König und meinten, wenn Krieg ausbrechen solle, sei das ein wichtiger und nützlicher Mann, den man um keinen Preis fortlassen dürfe. Dem König gefiel der Rat. Er schickte einen von seinen Hofleuten zu unserem Schneider, um ihm, wenn er aufgewacht war, Kriegsdienste anzubieten. Der Abgesandte blieb bei dem Schläfer stehen, wartete, bis er die Glieder streckte und die Augen aufschlug, und brachte dann seinen Antrag vor. Oh, ich bin bereit, in des Königs Dienste zu treten, antwortete der Schneider, denn deshalb bin ich hierher gekommen. So wurde er ehrenvoll empfangen und eine besondere Wohnung wurde ihm zugewiesen. Die Kriegsleute aber waren dem Schneider gram und wünschten ihn 1000 Meilen fort. Was soll daraus werden, sprachen sie untereinander, wenn wir Zank mit ihm kriegen. Schlägt er zu, so fallen 7 auf einen Streich. Da kann unser einer nicht bestehen. Sie entschlossen sich, zum König zu gehen und um ihren Abschied zu bitten. Wir halten es neben einem Mann nicht aus, erklärten sie, der 7 auf einen Streich erschlägt. Der König war traurig, dass er um des einen Willen alle seine treuen Diener verlieren sollte und wäre ihn gerne wieder losgeworden. Er getraute sich jedoch nicht, ihm den Abschied zu geben, weil er fürchtete, der Schneider könne ihn samt seinem Volke erschlagen und sich auf den königlichen Thron setzen. Lange sann er hin und her, bis er einen Rat fand. Er schickte zu dem Schneider und ließ ihm sagen, weil er ein so großer Kriegsheld sei, wolle ihm ein Anerbieten machen. In einem Walde meines Landes, sagte er, hausen 2 Riesen. Die rauben, morden, sengen, brennen und großen Schaden stiften. Niemand darf sich ihnen nahen, dem sein Leben lieb ist. Wenn du diese beiden Riesen überwindest und tötest, so will ich dir meine einzige Tochter zur Gemahlin geben und das halbe Königreich. 100 Reiter sollen mit dir ziehen und dir Beistand leisten. Das wäre so etwas für einen Mann wie du bist, dachte das Schneiderlein. Eine schöne Königstochter und ein halbes Königreich wird einem nicht alle Tage angeboten. Er antwortete deshalb: Die Riesen werde ich schon bändigen, auch ohne die 100 Reiter. Wer 7 auf einen Streich trifft, braucht sich vor 2 nicht zu fürchten. Der Schneider zog also hinaus und die 100 Reiter folgten ihm. Als er an den Rand des Waldes kam, sprach er zu seinen Begleitern: Bleibt nur hier, ich will schon allein mit dem Riesen fertig werden. Dann eilte er in den Wald hinein und schaute sich rechts und links um. Nach einer Weile erblickte er die beiden Riesen. Sie lagen schlafend unter einem Baum und schnarchten dabei, dass sich die Äste auf- und niederbogen. Der Schneider, nicht faul, füllte seine Taschen mit Stein und stieg dann auf den Baum. Dann rutschte er auf einen Ast, bis er gerade über den Schläfern zu sitzen kam, und ließ dem einen Riesen einen Stein nach dem anderen auf die Brust fallen. Lange spürte der Riese nichts. Endlich aber erwachte er, stieß seinen Gesellen an und knurrte: Was schlägst du mich?
Du träumst wohl, erwiderte der andere. Ich hab dich nicht geschlagen. Erneut schliefen sie ein. Da warf der Schneider auf den zweiten einen Stein herab. Was soll das? Rief der andere. Warum wirfst du auf mich? Ich habe nicht auf dich geworfen, sagte der andere Riese. Eine Zeit lang zankten sie herum, doch weil sie müde waren, ließen sie es gut sein und die Augen fielen ihnen wieder zu. Von neuem fing nun das Schneiderlein sein Spiel an, suchte den dicksten Stein aus und warf ihn dem ersten Riesen mit aller Gewalt auf die Brust. »Das ist zu arg«, schrie der Getroffene, sprang wie ein Unsinniger auf und stieß einen Gesellen gegen den Baum, dass der Stamm erzitterte. Der andere zahlte mit gleicher Münze. Sie gerieten in eine solche Wut, dass sie Bäume ausrissen und so lange aufeinander losschlugen, bis sie endlich beide zugleich tot auf die Erde fielen. Jetzt sprang das Schneiderlein herab. Ein Glück nur, sprach es, dass sie den Baum, auf dem ich saß, nicht ausgerissen haben, sonst hätte ich wie ein Eichhörnchen auf einen anderen springen müssen. Darauf zog der Schneider sein Schwert, versetzte jedem ein paar tüchtige Hiebe in die Brust und dann lief er aus dem Wald zu den Reitern und sprach, »Die Arbeit ist getan. Ich habe beiden den Nicker ausgemacht, aber hart ist es hergegangen. Sie haben in der Not Bäume ausgerissen und sich damit gewehrt. Doch das hilft alles nichts, wenn einer kommt wie ich, der sieben auf einen Streich erschlägt.« »Seid ihr denn nicht verwundert?« fragten die Reiter. »Sie haben mir kein Haar gekrümmt«, antwortete der Schneider. Die Reiter wollten ihm nicht glauben und ritten in den Wald hinein. Da fanden sie die Riesen in ihrem Blute liegen und ringsherum die ausgerissenen Bäume. Der Schneider verlangte von dem König die versprochene Belohnung. Doch der König aber reute sein Versprechen und er sann aufs Neue, wie er sich einen solchen Helden vom Hals schaffen könne. »Ehe du meine Tochter und das halbe Reich erhältst«, antwortete er, »musst du noch eine Heldentat vollbringen. Im Wald haust ein Einhorn, das großen Schaden anrichtet. Das musst du erst fangen.« »Vor einem Einhorn«, erwiderte der Schneider, »fürchte ich mich noch weniger als vor zwei Riesen. Sieben auf einen Streich, das ist meine Sache.« Er ließ sich einen Strick bringen und eine Axt, ging hinaus in den Wald und hieß alle, die ihm zugesellt waren, am Waldrand warten. Er brauchte nicht lange zu suchen. Das Einhorn jagte daher und sprang auf den Schneider los, als ob es ihn aufspießen wollte. »Sachte, sachte«, sprach er zu sich, »so geschwind geht das nicht.« Er wartete, bis das Tier ganz nahe war, und dann sprang er behend hinter einen Baum. Das Einhorn rannte mit aller Kraft gegen den Stamm und spießte sein Horn so fest darin, dass es nicht Kraft genug hatte, es wieder rauszuziehen. »Jetzt hab ich dich«, sagte der Schneider, sprang hinter dem Baum hervor, legte dem Einhorn den Strick um den Hals und dann hieb er mit der Axt das Horn aus dem Baum und führte das Tier gefangen zum König. Aber auch diesmal wollte ihm der König den verheißenen Lohn nicht gewähren und stellte eine dritte Forderung. Der Schneider solle ihm vor der Hochzeit erst ein Wildschwein fangen, das im Wald großen Schaden tat, und die Jäger sollten ihm Beistand leisten. »Ach, das ist ein Kinderspiel«, erwiderte der Schneider.
Die Jäger nahm er nicht mit in den Wald. Und sie waren froh darüber, denn das Wildschwein hatten sie schon mehrfach so empfangen, dass sie keine Lust hatten, ihm nachzustellen. Als das Schwein den Schneider erblickte, lief es mit schäumenden Rachen und wetzenden Zähnen auf ihn zu und wollte ihn zur Erde werfen. Behend aber flüchtete der Schneider in eine Kapelle, die in der Nähe war, und gleich zum Fenster in einem Satz wieder hinaus. Das Schwein war hinter ihm hergelaufen. Geschwind sprang er außen herum und schlug die Tür hinter ihm zu. Da war das wütende Tier gefangen, das viel zu schwer und unbeholfen war, um zum Fenster hinauszuspringen. Darauf rief der Schneider die Jäger herbei. Sie mussten den Gefangenen mit eigenen Augen sehen. Der tapfere Held aber begab sich zum König, der nun, er mochte wollen oder nicht, sein Versprechen halten musste und ihm seine Tochter und das halbe Königreich übergab. Aus dem Schneider mit ein großer Pracht wurde die Nach einiger Zeit hörte die junge Königin in der Nacht, wie ihr Gemahl im Traume sprach: »Junge, mach mir das Wams und flick mir die Hosen, oder ich will dir die Elle um die Ohren schlagen.« Da merkte sie, in welcher Gasse ihr Gemahl geboren war, klagte am anderen Morgen ihrem Vater ihr Leid und bat, er möge sie von dem Manne befreien, der nichts anderes als ein Schneider sei. Der König tröstete sie und sagte: »Lass in der nächsten Nacht das Schlafgemach offen. Wenn er eingeschlafen ist, sollen meine Diener hineingehen und ihn binden und auf ein Schiff tragen, das ihn hinausführt in die weite Welt.« Die junge Königin war damit zufrieden. Des Königs Waffenträger aber, der alles mit angehört hatte, war dem jungen Herrn gewogen und hinterbrachte ihm den ganzen Anschlag. »Da will ich einen Riegel vorschieben«, dachte der wackere Schneider. Abends legte er sich zur gewohnten Zeit mit seiner Frau zu Bett. Als sie glaubte, er sei eingeschlafen, stand sie auf, öffnete die Tür und legte sich dann wieder neben ihn. Der Schneider, der nur tat, als ob er schlief, fing plötzlich mit heller Stimme zu rufen an: »Junge, mach mir das Wams und flick mir die Hosen, oder ich will dir die Elle um die Ohren schlagen. Ich habe sieben mit einem Streich getroffen, zwei Riesen getötet, ein Einhorn erjagt und ein Wildschwein gefangen. Und sollte mich vor denen fürchten, die draußen vor der Kammer stehen?« Als die Diener den Schneider so sprechen hörten, überkam sie eine große Furcht. Sie liefen, als ob das wilde Heer hinter ihnen wäre, und keiner wollte sich mehr an ihn wagen. So war und blieb das Schneiderlein sein Leben lang ein König.